Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Das ist also eine Diskothek. Wie hart bist du? Wie hart ich bin? Hast du eine Dose Energy? Hier kann Barsch gehen. Mit einer Bahnmaschine kriege ich das bestimmt auf. Hier ist es ein bisschen zu hart für dich, kleiner Schwab. Keine gute Publicity. Ich war damals der Trainer von Mike Tyson, du Idiot. Ich glaube, dass du da drüben besser aufgehoben wärst. Oh, das ist eine McDonald's. Tja, schade, dass mir der Gönnerchi nicht schmeckt. Ich meine, so an sich ist er ja nicht übel gewesen. Und dann gibt's diesen komischen Nachgeschmack. Mit Zucker wäre der bestimmt richtig geil gewesen. Open, so eine Brillenschlange. Warum? Na gut, der schmeckt nicht so extrem süß wie der neue Red Bull. Finde ich zumindest. Versuchen Sie es nicht noch einmal in den Venom Club zu kommen. Ey, guck mal, was ich damit machen kann. Ey, und was ist mit dem da? Nee, ey. Jascha, woppa! Meine Freunde! Feuer unten abgereihen und der andere da draußen stehen bleiben oder was? Sind alle in dieser Diskothek? Ja, genau, Baschgim! Afrem? Was machst du hier? Ich esse jeden Tag 2 Happy Meals. Afrem, ich muss anfangen eine Schlägerei, sonst komme ich niemals in diese Club rein. Täuscht doch einfach eine Schlägerei vor. Das ist eine gute Idee, Boschkin. Wir tun einfach so, als würden wir uns schlagen. Hallo, Regi. Wow, kleiner Mann. Du kannst da nicht rein. Ich glaube, ich muss jemanden seine Fresse reinschlagen. Ich bin gerade so wütend. Du willst mich schlagen? Ja, genau du. Du siehst aus wie eine besoffene Flamingo. Pass du lieber auf, ich bin sehr gefährlich. Mein Name ist Mike Tyson. Oh. Mir ist scheißegal, ob du bist Jean-Claude Van Damme. Ich schlag dich knockout. Fettarsch. Oh. Fettarsch? Niemand sagt zu mir Fettarsch. Oh, oh. Stopp, Afrim. Ich muss doch gewinnen, damit ich komme in den Club. Oh, vergessen. Ah. Ich gebe auf, Entschuldigung. Nein, bitte, Entschuldigung. Die große Frage ist immer noch, wie hat Patrick das gemacht? Und wollen das? Ich hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber na gut, geh rein. Baschkim geht zum ersten Mal in eine Disco rein. Das ist der beste Tag in meinem Leben. Was hat denn der Kleine? Da drin war der echte Mike Tyson und er hat mich auseinandergenommen. Oh. Gut, okay, das sind natürlich schlechte Karten, das stimmt. Aber das ist wieder mal geil. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.